Ja, also wer Weihnachten 42 in Steinekant erlebte, ich glaube, der kann das nie vergessen. Da war ja kein Päckchen, da war keine Post, da war ja nichts, kein Wort von der Heimat, was uns hätte aufmuntern können. Obwohl wir haben also ganz primitiv in einzelnen Bunkern so Weihnachtsbäumchen gebastelt vorher schon. Und haben Kerzen gemacht aus unmöglichen Sachen, dass wenigstens ein bisschen Lichter brannte. Ich bin dann am Heiligen Abend auch noch von Bunker zu Bunker gegangen. Da haben die Leute geheult und geweint und auch geflucht, vielleicht, wie ich das auf dem Lazarett da, auf dem Verbandplatz erlebt habe. Die Leute hatten an Weihnachten gesagt, also wenn ich jemals heimkomme, das Weihnachtsfest, das vergesse ich mein Lebtag nicht. Ich brauche keinen Gabentisch mehr, ich brauche keine Geschenke mehr. Ich freue mich, dass ich dann noch lebe. Also das Weihnachten hätte, vielleicht hätte man sagen sollen, Weihnachten hätte gar nicht stattfinden sollen. Das wäre besser gewesen, denn das hat also die Gemüter so bedrückt und die Nerven wurden so dünnhäutig, dass jegliche Hoffnung auf ein gutes Ende, ein Überleben erstorben. Wie war die Moral der Truppe? Bitte? Wie war die Moral der Truppe? Die Moral der Truppe war ja, das war, wie ich schon einmal sagte, die war einfach, ich lasse mich totschießen, denn Gefangenschaft ist das Ende. Ich bin selbst in Gefangenschaft geraten mit einer kleinen Pistole in der Tasche, weil ich mir auch noch sagte, ehe der Russe dann mich da an die Wand stellt und ich merke, jetzt will er mich abknallen, dann erschieße ich mich selbst. Und die Moral der Truppe, die auch erlebt hatten, dass ja welche also erschossen wurden, dass die Russen auch keine Gefangenen machten in der Zeit. Also die, die das erlebten, sind auch Gefangene gemacht worden. Aber die erlebten, dass diese Leute, die es da ergeben wollten, umgebracht wurden, erschossen wurden. Da haben die sich gesagt, dann verkaufe ich meine Haut, wenn ich kaputt gehe, dann nehme ich aber auch noch ein paar Russen mit. Das hat so mancher wahrscheinlich in dieser Zeit gedacht. Wie war denn die Versorgungssituation zu Weihnachten? Was haben Sie gegessen? Und wie war die Situation mit der Kälte? Die Situation mit der Kälte und das letzte anzufangen war für uns noch harmlos, weil wir ja in Unterständen waren und wir brauchten auch nicht raus. Wir brauchten bei dem Wald zu schießen, was sind die an die Schütze und dann sind die gleich wieder in die Unterstände. Das war also harmlos. Die Verpflegung war eine Katastrophe. Es wurde die Verpflegung gleich am Anfang halbiert, später wurde sie noch mehr reduziert. Es gab dann keine Sachen, die man vorher als selbstverständlich empfand. Da wurden Linsen eingeflogen oder Erbsen und so weiter. Die Gulaschkanone hat ja nichts mehr gehabt zum Kochen. Wir haben Pferdefleisch im Schneewasser gekocht und Pferdefleisch so gegessen, wie man heute so sagt, in der Not schmeckt doch Wurst ohne Brot, also ohne alles. Denn es gab ja fast vielleicht eine Scheibe Knäckebrot oder auch mal zwei Scheiben. Es gab weder Zigaretten, es gab noch sonst etwas. Es wurden Pferde, die schon wochenlang vorher verendet waren und die dann aufgedunsen schon in Verwesung übergegangen waren, wurden mittels Handgranate so ein bisschen in Stücke gerissen und dann wurde das Pferdefleisch in Schneewasser gekocht. Und so lange gekocht, dass man gesagt hat, ist auch egal, was ich kaputt gehe. Also, dann hat man das einfach gemacht. Nur das Gefühl, also was Hunger damals war, kann man nicht beschreiben. Das war also, da war schon praktisch die Endstation und auf dem Verbandsplatz, den ich ja nur einen Tag und eine Nacht erlebte, die hatten ja schon gar nichts mehr bekommen. Ich habe den Befehl nicht gelesen, nicht gehört, aber der muss bestanden haben, dass es hieß, an Verwundete keine Verpflegung mehr auszugeben, denn die brauchen wir für die kämpfende Truppe. Und es wurde zu dieser Zeit ja auch die Verpflegungsbomben eingeworfen. Es gab ja dann nachher, die Flugzeuge kamen nicht mehr an, die haben zum Teil Verpflegungsbomben so eingeworfen. Und da sind Verpflegungsbomben nicht abgeführt worden, das ist verständlich.
Denn vielleicht hat manche oder manche, die eine solche Bombe fanden, sie dann unter sich aufgeteilt. Aber die Verpflegung war also echt eine Katastrophe. Und wenn ich heute aus dem Abstand der Jahre da zurückblicke, dann muss ich dem Russen nicht alle Schuld geben. Die Gefangenen, die 92.000, die in Gefangenschaft gerieten, waren keine Menschen mehr. Die waren im Prinzip schon ein Wrack. Die waren ausgemergelt, die waren halbwegs verhungert, die waren halbwegs, die hatten nach Erfrierungen und so weiter und so fort. Das waren im Prinzip keine Menschen mehr. Können Sie sich an Weihnachten 1944, 1944, ja, also können Sie sich an Weihnachten erinnern? Ja. Bitte, können Sie mir beschreiben, wie Sie das erlebt haben? Ich habe eine Vorstellung, ich muss drüber nachdenken. Das war irgendwo in Belgien. Zwischen den Kämpfen war etwas Weihnachtsruhe. Ich war unterstellt in meinem Bataillon der RS, der SS-Division Hitlerjugend. Die Leute waren sehr ordentlich, tüchtige Soldaten. Die Weltanschauung geht uns da nichts an. Und ich konnte mit einigen Leuten aus dem Bataillon noch einen Weihnachtsabend halten, feiern. Aber das war alles sehr ärmlich. Verschiedene hatten ein Päckchen noch bekommen von zu Hause. Und dann haben wir ein paar Kerzen gehabt. Und obwohl ja Bäume und alles in der Nähe waren, aber die Stimmung war doch sehr gedrückt. Und ich weiß noch, unser Zahlmeister, unser Oberzahlmeister, der konnte auch nichts finden für uns, um etwas Wein zu bekommen oder etwas zu trinken, zu essen und so weiter. Und machte sich furchtbar Sorgen, und dass er wäre doch der Mann, der hätte jetzt dafür sorgen müssen. Der alte Kammerbier, der so ähnlich hieß, der hatte komischen Namen gehabt. Jemand, der den Namen sagte, musste ihm alles lachen. Aber das war sehr erbärmlich. Und ja, Weihnachtsfeier. Also von Feier war da nicht viel. Dachte man, ein stilles Beisammensein mit ein bisschen, was da war zu essen. Auch bei den Soldaten.